Peace Leute, was geht? Ich bin's back, Manik am Start. Mit einem etwas anderen Video heute. Ja, es geht sich um Artikel 13. Ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram und konnte man auswählen, ob ich ein Sniper-Video fertig machen soll oder ein Video zu Artikel 13. Und da hat 80% der Leute, glaube ich, für Artikel 13 gestimmt. Das ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen ernster, das Video, also nicht so mit so Gags und Max. Denn es ist auch ziemlich wichtig. Oh, ich sehe gerade, hier habe ich was vor der Kamera liegen, habe ich gar nicht gesehen. Also ich sehe auch, wie ernst das mittlerweile geworden ist. Es sollte ja eigentlich erst nicht durchgesetzt werden, das Gesetz. Dann haben sich die Leute irgendwie doch umentschieden. Ich weiß nicht, woran es lag. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Merkel auch dafür. Das ist schon mega, mega traurig, dass wir so... Das kann ich nur so machen, ne? Was ist das? Was wählen wir da jede 4 Jahre? Was ist das? Die Leute, die sind dafür da, um Gesetze durchzusetzen oder Gesetze abzuschaffen oder irgendwelche Sachen abzulehnen. Damit wir es besser haben, weil wir wählen die dafür. Und es stand in einem Koalitionsvertrag, glaube ich, dass dieser Artikel 13 gar nicht durchgesetzt werden sollte. Was schon mal der erste Punkt ist, wogegen die Leute gesprochen haben, die alten Omas und Opis, die da sitzen, ne? Die sowieso gar keine Ahnung von Internet, von YouTube oder sonst irgendeiner Scheiße haben. Was mich sowas von abfuckt, ne? Die sitzen da wirklich, weiß ich nicht, in so einem mega riesen Raum. Ne, in diesen Parlament-Dingen gedönst da, wo die immer Kaffee warm haben und ihre Kekschen auf dem Sitzplatz stehen haben. Ne? Am besten noch von Leibniz, sehr teuer sogar. Ja, unsere Steuergelder, die müssen ja auch fließen, die müssen irgendwo hingehen oder nicht. Oder scheiß mal auf Straßen, wo ich eventuell in 1-2 Wochen drauf fahren kann, weil ich meinen Führerschein bestehe. Oder... Komm, ich lasse es gut sein. Auf jeden Fall sind irgendwelche alten Menschen da, die sitzen da einfach den ganzen Tag rum, kriegen das 10-fache, was ich verdiene, wahrscheinlich sogar das 20-fache, kriegen Tausende von Euro, Zehntausende von Euros und dann machen die solche Sachen mit uns. Ich finde, das ist gar nicht gerecht. Das grenzt schon nicht mal an Demokratie an. Ja, das ist einfach, die Leute sind da und die wollen einfach ihre Demokratie durchsetzen und ist einfach nicht fair. Es war letzte Woche, glaube ich, ein Treffen mit Herrn Newstime und noch ein paar anderen YouTubern. Ich glaube, Le Floyd war auch dabei. Da wurde die Petition wurde übergeben. Oh, ich bin gerade voll am Stottern, soweit ich halte. Ich möchte es auf den Punkt genau bringen. Es ist mega wichtig, dass ihr jungen Leute da auch schon von Wind kriegt. Viele Leute haben mich auch auf Instagram angeschrieben und gesagt, ey, Digga, mach nicht so ein Video, ich feiere deinen Fortnite-Content mehr. Aber es geht sich ja schließlich auch um meinen YouTube-Kanal, Leute. Ich kann irgendwann solche Sachen dann nicht mehr hochladen, wenn der Upload-Filter existiert. Und Herr Newstime hat dann halt die Petition mit Le Floyd und noch ein paar anderen Leuten, ein paar Journalisten vom Fernsehen übergeben. Das waren 5 Millionen Leute, die unterschrieben haben. 5 Millionen Menschen und es wird einfach gesagt, das interessiert uns nicht, wir wollen das Gesetz trotzdem durchsetzen. Dann gab es noch eine Demonstration. Vorgestern in Köln, glaube ich, habe ich gehört, in Köln war die, da war Herr Newstime auch wieder mit am Start. Ist ein sehr guter Mensch, muss ich echt sagen, Props geht raus an dich. Ne? Dass er momentan alles auf die Beine stellt, um YouTube Deutschland zu retten, so ein bisschen. Ist auch komischerweise nur Deutschland und Frankreich, ne? Richtige behinderten Menschen, ich check's einfach nicht. Irgendwelche behinderten alten Menschen versuchen da immer durchzuboxen, weil die sowieso kein YouTube benutzen und so. Die checken nicht, warum die Jugend das so geil findet. Haben wahrscheinlich Angst, dass das TV total versagt, weil YouTube so ein mächtiger Konzern geworden ist. Weil einfach jeder da nur noch guckt. Ich guck auch kein Fernseher mehr. Was ist das Fernseher, Digga? Ich kann Berlin Tag und Nacht auch auf YouTube gucken, oder? Jetzt an euch, ne? Ihr seid in dem Alter, wo ihr das noch guckt, ne? Aber ich gucke zum Beispiel andere Sachen, zum Beispiel ApoRed, mega geiler Typ, seine Gaming-Videos inspirieren mich mega, haben mich so hart dazu inspiriert, diesen Kanal wieder hier aufzunehmen, diesen Kanal wieder weiterzuführen.
meine Freunde standen hinter mir und haben gesagt, guck mal, der Red, der hat das doch auch geschafft irgendwie mit einem Gaming-Kanal. Gut, der hatte schon vorher einen großen Kanal, aber trotzdem, ne, er hat sich nicht wirklich gepusht. Der hat das ganze Ding von alleine hochgezogen. Und ja, ich kann das nicht mehr machen, wenn irgendwann dieses Gesetz durch ist. Wenn das dann, ich glaube, im März nächsten Monat kommt dann nochmal so eine komplett abschließende Sitzung, wo dann wirklich dann der Upload-Filter entweder genehmigt oder abgelehnt wird. Ja, das ist halt nur das Problem, wir müssen dagegen noch was unternehmen. Also ganz YouTube Deutschland und YouTube Frankreich sollte dagegen was wirklich vormachen, Digga. Das kann nicht sein, dass ich mein Hobby nicht mehr ausüben kann. Ich mache das sogar hobbymäßig, zieht euch das mal rein. Ich wehre mich dagegen, weil ich es hobbymäßig machen möchte. Nicht, weil ich irgendwie Kohle daran verdiene, wie manch anderer YouTuber, der seine Arbeitsstelle dadurch verliert. Weil diese dreckigen Leute da im Parlament, die ich auch gar nicht mehr wählen gehe, ne, so eine Scheiße da rausbringen. Was muss das? Nur weil ihr euer Profit dadurch ziehen wollt? Kann nicht sein. Kann einfach nicht sein. Finde ich total ungerecht. Und ich finde, ihr solltet euch da mal ein bisschen ne, was durch den Kopf gehen lassen. Genauso wie diese Demonstration, die in Köln war, wo ich dran stehen geblieben bin. Es wurde einfach gesagt, das waren Bots, das stimmt gar nicht. Die waren nicht da, die Leute. Das haben wir nicht gesehen und so, weil Medien auch nicht darüber berichtet haben. Ne? Weil die sich wahrscheinlich denken, ja, wir schaden uns doch selber daran, wenn wir das jetzt noch weiter filmen und pushen. Ne? Kann ich auch irgendwo verstehen, ne? Dass das Fernsehen nicht mal die großen Klickzahlen bekommt und so. Ne? Ihr bringt auch nur noch Scheiße im Fernsehen, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn heutzutage noch geil im Fernsehen? ProSieben. Gerade noch so, Digga, gerade noch so. Hier, Joko gegen Klaas, feiere ich noch, ne? Dann noch so ein paar andere Sachen. Der Raab, den gibt's ja auch nicht mehr, ne? Seid ihr selber schuld. Also, wenn ihr dafür keine neue Person findet, dann tut mir echt leid. Joko und Klaas, die machen das nicht gut. Aber ich finde, das muss mehr kommen. Comedy geht immer. Genauso wie Sat.1 da macht. Comedy geht immer. Freitag, Samstag, Comedy. Ne? Da schalten auch voll viele Leute zu ein, aber dann irgendwie ein YouTube-Konzern in Deutschland platt zu legen, nur weil ihr eure Hosentaschen voll Geld nicht packen können jeden Monat. Das geht nicht. Das geht ganz und gar nicht. Ihr schadet mich, schadet Leute, die wirklich durch YouTube arbeiten gehen können, weil die vorher nichts anderes gemacht haben. Haben Schule abgebrochen zum Beispiel. Und die Leute, die können das nicht mehr machen. Die können höchstens noch mit irgendwelchen Riesenkonzernen Verträge schließen, was auch noch eine Befürchtung ist, weil viele ja dagegen sind, viele alte Menschen. Und es kommt halt ganz immer darauf an, wie der Chef von dem Konzern dann denkt. Zum Beispiel die Leitung. Wenn die sagen, hey, ich halte da auch nichts von, dann tschüss, dann war es das für YouTube Deutschland. Und ja, das war auf jeden Fall bis jetzt mein Feedback. Also meine Meinung habe ich euch jetzt damit geschildert. Ich halte davon gar nichts. Irgendwelche alten Menschen, die da rumsitzen, Kaffee trinken und Bonbons essen und Millionen von Euros im Jahr verdienen. Und dann so eine Scheiße auf einmal rausbringen, ne? Ich schäme mich, ne, dass ich in Deutschland lebe mittlerweile. Ihr schadet doch den Leuten, die kreativ sind, den jungen Leuten, die kreativ sind, die größer werden möchten, die sich denken, guck mal, das und das geht so und so, das ist geil, das mache ich jetzt, das ist ein neuer Content. Ne? Es gibt auch Leute, die gucken sich Content von anderen ab, dann denken die sich aber wahrscheinlich, ich kann es besser oder so, was weiß ich. Ich mache auch so Videos wie Marky, ne? Der macht auch so lustigen Stuss wie ich, der streamt das Ganze zwar nicht oder macht halt auch keine Real-Life-Videos so wie ich jetzt hier. Ich mache das auch das Ganze echt nicht für Klicks oder so, nicht, dass ihr jetzt falsch um mir denkt, aber es muss ja auch irgendwo gesagt werden, ihr seid echt eine starke Community. Ich habe 306 Abonnenten auf heute, auf Datum. Feiere ich unnormal, dass meine Community so heftig stark geworden ist und ihr hunderte Leute da draußen, die mir hier zugucken ständig, macht was dagegen. Guckt, dass ihr irgendwie meine Videos teilt oder so. Nicht, um mich größer werden zu lassen, sondern um die Botschaft noch weiter zu strecken. Ich weiß, es gibt schon viele YouTuber, die das schon gemacht haben, das Video. Das braucht man eigentlich nicht teilen. Aber ich habe es mit einer anderen Facette auf den Markt gebracht. Und mir ist es halt ultra wichtig, dass ich mein Hobby noch weitermachen kann. Warum soll ich mein Hobby nicht weitermachen? Warum? Wie nennt sich das? Pressefreiheit wird doch uns geraubt, uns normalen YouTubern. Wir dürfen nichts mehr sagen im Internet, wir müssen unsere Schnauze halten auf Instagram. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ein Vers von irgendeiner Geschichte sage und die patentiert ist, dann wird mein Video gesperrt bald. Ist das behindert, oder? Ganz ehrlich, Alter.
ist einfach nur richtiger Müll, den ihr da macht, hier im Parlament da. Ich glaube, das ist SPD und CDU, ne? Aber auch nicht alle von denen. Es gibt auch welche, die sagen, ne, ich finde, das ist gut, kreative Köpfe kann man immer gebrauchen, ne? Und man verdient doch schon so ein Bratengeld, ne? Und dann Leuten wirklich den Arbeitsplatz zu nehmen, ne? Und zu sagen, komm, bewerbt euch woanders, ne? Ich weiß es nicht, ich halte davon gar nichts. Vor allem, wir hatten damals mal eine Finanzkrise, es wurden so viele Leute aus irgendwelchen Betrieben rausgeschmissen, weil einfach kein Geld mehr da war, ne? Weil kein Geld mehr eingenommen wurde. Es konnte nicht mehr richtig verdient werden. Dann kam immer der YouTube-Hype 2013, 2014. Damit wurde die Finanzkrise auch ein Stückchen weiter leer geräumt, ein bisschen weggenommen. Hat der amerikanische Konzern YouTube, ne, hat dann quasi uns den Arsch so ein bisschen gerettet, muss man auch so sagen, ne? Also, ne, die Leute, die denken einfach gar nicht nach. Natürlich verdient ein YouTuber Tausende von Euro, wenn nicht sogar Zehntausende, 100.000 Euro im Jahr. Ja, verdient er, aber dafür hat er ja auch seinen Arsch aufgerissen. Hat mit so vielen Abonnenten, wie ich jetzt angefangen bin, hat so auch mal sein YouTube angefangen. Und ganz ehrlich, denen das seinen Arbeitsplatz einfach wegzunehmen, das geht gar nicht, Digga. No go, Digga, ohne Witz jetzt. Ne? Wirklich zu sagen, das ist genauso wie, als wenn ich morgen nach Telekom gehen würde und ein größeres Tier als Telekom werden würde. Und sagen würde, nö, dürft ihr nicht mehr machen, ist verstößt gegen so viele Richtlinien, ne? Aber gegen diese Leute wird nichts gemacht, weil die zahlen ja dicke Steuern ein. Ne? Ja, deutsche YouTuber zahlen amerikanische Steuern ein. Pech ist einfach so, weil ihr es nicht auf der Reihe kriegt, irgendwie mal auch was Fettes auf den Markt zu bringen, wo man kreativ bei sein kann. Aber ihr habt jetzt mein Feedback gehört, ich habe 12 Minuten meines Lebens wieder verschwendet für irgendwelche Dreckspolitiker, die einfach keine Ahnung vom Leben haben. Da höre ich mir letztens ein Interview an, Junge. Boah, ich hab mich fast gedreht vor Herzinfarkt. Ey, was hat der für eine Scheiße gelabert, oder? Das war irgendwie ein SPD, ich glaube von der SPD einer oder von der CSU. Auf jeden Fall einer von den Drecksparteien, ne? Halt ich gar nichts mehr von, Digga. Ihr habt keine Ahnung, was ihr da faselt in eine Scheiße. Und dann will er sich noch rausgehen und tut so, als würde er da recht haben. Der ist ja schlimmer als irgendwie ein Adolf Hitler, Alter. Natürlich nicht jetzt in Sachen Ermordung oder irgendwie Landeroberung oder so, aber in Sachen Scheiße labern und irgendwelche Sachen aufstellen. Nee, Digga, no go, ohne Witz. Ist einfach so. Und ich habe jetzt wirklich mein Feedback dazu gegeben. Ich finde es einfach nur asozial, ne, dass ihr eure Taschen noch voller machen wollt, ne, indem ihr solche Sachen auf den Markt bringt und ein Thema ins Rollen bringt, natürlich selber, ne, erntet ihr gerade so dicken Shitstorm ein. Ich gönne euch wirklich gar nichts momentan. Ne? Ich hoffe einfach nur, dass ihr alle auf die Schnauze fallt und jemand Karma mit euch bitte so knallen einfach. Ihr Politiker, ihr werdet sowieso niemals ernst genommen. Ihr werdet es einfach nicht, Digga. Ihr seid einfach nur dumm. Natürlich schere ich damit jetzt nicht alle über einen Kamm, aber die für solche Sachen immer ihr Maul aufreißen. Haltet doch einfach mal die Schnauze und haltet euch zurück, wenn ihr sowieso gar keine Ahnung habt. Ne? Benutzen YouTube ein, zweimal im Jahr, weil sie irgendwas suchen, irgendwelche Rezepte wahrscheinlich. Die ganzen Opis und Omis aus dem Parlament. Und dann stimmt die da noch gegen. Weiß ich nicht, Alter. Nee, also, ich gehe auf jeden Fall, wenn wieder gewählt werden kann, gehe ich nicht wählen. Ganz klar, ja. Ich enthalte mich, weil solche dummen Leute, da kann ich immer noch sagen, ich habe nicht gewählt. Guck mal, zum Beispiel passiert jetzt so eine Sache, ne? Jetzt kann ich sagen, ich habe mich enthalten, ich habe letztes Mal nicht gewählt. Also, man war das vor ein, zwei Jahren, konnte man noch wieder eine Koalition wählen und, nee, Digga. Warum soll ich wählen, wenn ich sowieso eine Scheiße labert? Die Steuergelder, wo gehen die hin? Habe ich irgendwie meine A57 gesehen, die neue Autobahnauffahrt? Irgendwie erneuert bekommen hat oder irgendwelche anderen Sachen. Die Autobahnen, die sind in Deutschland so Schrott. So Rottenschrott. Und das kann man nicht sagen, wir haben zu wenig Steuergelder, da müssen wir die Steuern erhöhen oder so. Nein, Mann, ganz und gar nicht, Digga. Es geht so viel Geld in irgendeine Drecksrichtung rein. Die komplett falsch gedacht, die Flüchtlinge zum Beispiel, die brauchen ja nicht, wenn die nach Deutschland kommen, 3.000, 4.000 Euro kriegen pro Person, pro Kopf. Das muss man sich mal reinziehen. Ich gehe jahrelang arbeiten für solche Menschen. Natürlich, ich habe nichts. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich was gegen Flüchtlinge habe. Es gibt so viele gute Leute von denen, ne? Ohne Witz. Natürlich gibt es auch die Leute, die irgendwelche Morde begehen, irgendwelche Leute umbringen wollen. Und ne, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber trotzdem, also, ne, die Leute brauchen nicht so viel Geld, wenn ihr anfangen. Gebt denen einfach eine Wohnung, ne, so wie ihr es sowieso schon tut.
dann gibt dir den Essen, ein bisschen Startguthaben für Klamotten und so. Das brauchen, muss jetzt nicht das dickste iPhone sein. Ich verstehe das nicht. Ohne Witz. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video wirklich was anfangen, Digga. Deutschland geht gerade in eine ganz falsche Richtung. Merkel wird auf jeden Fall mega heftig scheitern bei ihrer nächsten, bei ihrem nächsten Wahlkampf, wenn sie den überhaupt noch antritt. Ich hoffe es einfach nicht, Digga. Es geht so viel falsch momentan, aber egal, ich habe jetzt genug geredet. 15 Minuten meines Lebens verschwendet für irgendwelche Dummköpfe, die Deutschland betreiben wollen. Nee, geht gar nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, Freunde. Das war's. Und ich hoffe, das geht alles in die positive Richtung. Man kann da irgendwie eine Zusammenführung finden. Peace, euer Manik. Ernstes Thema. Ich hab's so eingehalten. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute. Vielleicht sieht man sich bald nicht mehr wieder. Ich kann nichts versprechen.